So, ich zeige euch nun, wie das Chatmodul zu bedienen ist. Wenn ihr das Chatmodul öffnen wollt, klickt ihr auf das Icon Chats und ihr seht alle Gruppen, in denen ihr aktiv momentan euch aufgeschaltet habt. Eine weitere Gruppe könnt ihr euch dazu schalten, wenn ihr auf das Plus klickt, Kanal beitreten, euch dann die entsprechende Gruppe aussucht, wie zum Beispiel hier die Jugend weiblich, dann den Aktivierungscode 1863 eingebt und auf OK klickt. Hier seht ihr, der Kanalfreischaltung war erfolgreich. Aus dem Kanal kommt ihr heraus. Wenn ihr eine Wischbewegung von rechts nach links macht, auf Minus klickt und schon seid ihr nicht mehr aktiv in dieser Gruppe. Ihr könnt das so oft wie ihr wollt wiederholen und miteinander dann chatten. Das Chatten geht relativ einfach. Ihr klickt auf den entsprechenden Chat. Da könnt ihr dann natürlich sehen, was in der Vergangenheit für Chats gelaufen sind. Ihr könnt eine Nachricht eingeben und die an alle schicken. Ihr könnt auch weitere Funktionen wie Dokumente oder Standard oder, was ganz interessant ist, eine Konferenzschaltung machen. Wollt ihr wissen, wer sich in der Gruppe befindet, klickt ihr hier oben rechts auf das Logo und ihr seht, wer in der Chatgruppe sich befindet. Wollt ihr eine eigene Chatgruppe haben, dann schreibt uns eine E-Mail an app@tv-speichen.de und wir werden für euch diese Chatgruppe einrichten und wenn ihr das wünscht, ein spezielles Kennwort für euch hinterlegen, sodass nur die, die Zugriffsberechtigung haben und diese Nummer wissen, sich da aktiv einschalten können. So, das war die Funktion Chats. Ich freue mich, wenn wir miteinander über dieses Modul plaudern können, uns sicher austauschen und viel Freude und Bewegung in den Verein bringen. Macht mit, wir zählen auf euch. Go!